Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt, einem Ausprobiervideo. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich ein bisschen den Supermarkt-Simulator spiele und da wurde mir von Steam jetzt hier der Trading Card Game Simulator oder Trading Card Game Card Shop Simulator so vorgestellt. In der Prologue-Version ist der aktuell kostenlos spielbar. Das Spiel selber kommt wohl in circa einem Monat raus und die Bilder, die ich da gesehen habe, fand ich irgendwie richtig cool. Ich bin ja auch ein Fan von Magic the Gathering. Und ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Ich spiele es komplett blind und wir probieren es einfach mal aus. Spielbeginn. Tetramon ist anscheinend da hier das vorherrschende Game. Und das Ganze sieht natürlich 1:1 so aus. Ne? Das ist die gleiche Engine. Ich bleibe dabei wie Big Ambitions und auch der Supermarkt-Simulator und ich habe meinen Job gekündigt, um meinen eigenen Kartenspielladen zu öffnen. Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Sieht sehr cool aus. Also Tetramon ist das Pokémon. Das ist schon in Ordnung. Das sieht sehr cool aus. Stuff for Nerds. Okay. Shopname bestätigen. Jo. Öffnen Sie das Telefon und füllen Sie sich mit Kartenpaketen ein. Eieiei, deutsche Übersetzung. Können wir hier an der Kasse? Also hier können wir anscheinend auch kassieren. Ist das auch die Tür in den Store des Grounds? Okay, hier ist im Moment noch nicht viel los. Licht. Ist auch. Also die von der Mechanik, glaube ich, ganz ähnlich gemacht. Aber das, was ich gesehen habe, da ist es auf jeden Fall etwas tiefgängiger, weil die ganzen Karten tatsächlich simuliert werden. Also Tab fürs Telefon. Okay, das ist lustig gemacht. Stellungen. Wie viel Geld haben wir denn? 1000. Grundlegendes Kartenspiel. 64er. Grundlegende Kartenbox. Okay, hier. Quantity. 32. Pakete für 61. Okay, holen wir uns mal, oder? Machen wir mal zwei. Warenkorb. Liefergebühr. Kaufen. Ja, also, das erinnert sehr an den Supermarkt-Simulator. Trotzdem, ich bin mal gespannt. Öffnen Sie den Verband und stellen Sie die öffnen ist öffne Box R. So. Ist hier auch der Mülleimer? Ja. Also kennt man das eine, kennt man das andere auch. Trotzdem müssen wir mit R öffnen. Ah, ich kann gedrückt halten. Da frage ich mich gerade, ob das beim Supermarkt-Simulator auch geht. Da klicke ich immer. So, und jetzt müssen wir sicherlich den Preis festlegen. Marktpreis ist bei 3, dann gibt es die hier für 3,50. Lassen Sie Kunden rein. Okay. Schließen Sie 5 Checkouts ab. Und was ich in den... Wir können ja mal hier aufs Telefon gucken. Spielevent. Also wir können irgendwie dann nachher Gamer hier haben, die auch spielen und zocken. Und wir können die... Junge, du musst duschen. Das sage ich deiner Mama. Eigentlich kein schlechter Preis, fairer Preis. Okay. Hallo. Junge, er kauft uns gleich komplett empty. F. Arbeiten. Links halten. Ah, okay. Mit Cardi. 35. Geht der Numblock? Geht. Und hier macht er die Nullen automatisch. Ich bin happy. Ich muss jetzt durchlüften, weil du hier warst. Junge. Wir haben uns ja das halbe Ding hier weggekauft. Wir bestellen nochmal welche. Mal zwei Pakete. Ich dachte, der kauft vielleicht eins. Also was man auf jeden Fall in den Bildern gesehen hat, ist, bin gleich da, dass man die Karten dann auch aufmachen kann und die dann einzeln verkaufen kann. Da habe ich ja mega Bock drauf. Wechselgeld. Das Kassieren selber ein kleines bisschen hakeliger als im Supermarkt-Simulator. Da hätten sie, wenn sie schon so die Mechanik übernehmen, ruhig das Kassieren von da übernehmen können. Da läuft es nämlich sehr gut. Hier muss ich... Okay. Aber vielleicht muss man sich einfach nur dran gewöhnen. Verschenken 2. Ich habe doch jetzt nichts verschenkt. Wieso verschenken?
Blöd übersetzt wahrscheinlich, ne? 6,50. Gut. Sortieren wir den anderen nochmal ein. Wieso muss ich jetzt hier die Box öffnen? Muss hier auch mal auffüllen, hier oben. In der Box ist kein Gegenstand enthalten. Auf jeden Fall mal wieder auf Englisch stellen. So, hier haben wir das Kartenlesegerät. Kann ich mich ducken? Nee. Arbeiten. Schließen die 5 Checkups ein, brauchen wir noch. Komm rein, komm rein. Okay. Komplett unrealistisches Spiel. Noch nie ein Mädchen in so einem Laden gesehen. Ladenebene 1. Auch das ist schlecht übersetzt. Das müssen wir auf Englisch umstellen, würde ich sagen. 7. Schnappen Sie sich Kartenpakete im Regal und öffnen Sie sie, um neue Karten zu erhalten. Genau, das wollte ich nämlich machen. Also ich schnappe mir jetzt ein... Halten. Rechte Maustaste. Dann können wir uns nämlich so ein Kartendings nehmen und können das jetzt aufmachen. Oh, wer kennt's, ne? So, Wurmgel. 289. Spieleffekt. Der Gegner kann sich in der nächsten Runde nicht weiterentwickeln. Angriff 13, Verteidigung 14... Lebenspunkte 27 und tja, keine Ahnung. Kyron im Wert von 10 Cent. Flami im Wert von 4,81. Deal! Okay, Klavop kann gar nichts. Und Sundflorg auch nicht. Minster. Oh, und eine glitzernde Sedan. Wie heißen die? Foil, ne? Boah, da haben wir aber richtig Kohle gemacht. Oh, oh. Moin. 10,50. Achso, hier muss ich dann. 10,50. Passt. Das neueste Version. Super gut, super gut. Ich habe gerade einen Pack aufgemacht. Fett Kohle gemacht. Sie sollten sich noch welche mitnehmen. So, schnappen Sie sich Kartenpakete, um die zu öffnen, um neue Karten zu erhalten. Okay, machen wir gleich nochmal. Oh, ich habe mir gleich 2 geschnappt. Cool. Also, Klavop. Okay, Sunflog. Jawohl. Kitsune. Nocti. Ubi. Sedant in nicht voll, da ist er plötzlich nichts wert. Und, Batrak. Okay, das war nischt. Nicht schlimm. Next. Und Klavop. Sedan für 5. Sunflock. Niblis neu. Naumite neu. Helio neu. Na ja, okay. Kaufen Sie sich einen Spieltisch und stellen Sie ihn. Huch. Ein Mädchen im Laden. 13. Ja, du bist der Typ, den ich hier erwartet habe. Genauso. Sympathisch. So, kaufen Sie sich einen Spieltisch. Spieltisch. Kartenregal. Kann ich noch nicht. Shop Level 3 erforderlich kaufen. So, dann kassieren wir den schnell ab hier. Was? 17,50. Moin. 6. So, Spieltisch. Reintragen hier. So, könnt ihr zocken. Lassen Sie 10 Kunden in Ihrem Laden Kartenspiele spielen. Okay. Kann ich denn schon... Ah, jetzt kann ich die 64er hier kaufen. Ist doch einfach nur die doppelte Menge, oder? Sehe ich da jetzt was? Oh, Entschuldigung, bin schon da. Hallo. 1,50. Wollen wir gleich mal ausprobieren hier? Sehr gerne, wenn Sie möchten. Können Sie spielen, hier im Laden. Ja, nee, klar. Völlig unrealistisches Game.
35. Ah, ich müsste auch mal wieder neue Magic-Karten kaufen. 9 zurück. Oh, Forever Alone. So. Jetzt mal ordentlich auffüllen hier alles. Das sieht ja aus, wenn wir nicht genug Karten. So, Regal hat keinen Platz mehr, okay. In der Box ist kein Gegenstand. Sehr gut. Das ist hier unser Lager dann. Guck mal hier. Da geht die Tür. Kann man wahrscheinlich dann irgendwie noch kaufen. Okay. Naja, wir lassen die mal, die spielen ja auch so. Was ist los? Schlechte Starterhand? Ich glaube, eine schlechte Starterhand. Tachchen. I250. I57. Ich habe in den Steam News gelesen, dass sie also da gerne noch weitere, also es gibt wohl anscheinend jetzt in dieser Pre-Edition gibt es wohl nur jetzt dieses Pokémon-Spiel, aber sie wollen weitere Trading Card Games hinzufügen. Und ich überlege mal, ob ich uns nicht noch einen Spieltisch gönnen sollte. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Wir wollen ja ein paar Leute hier zum Zocken bringen. Wäre gar nicht spooky, wie er da steht. Licht. Ah, das ist cool mit diesen. Das würde ich mir auch für den Sums wünschen. Ein bisschen die Sachen anstrahlen. Und ich würde ja gern so ein Regal kaufen, wo wir... Dafür brauche ich Ladenebene 3. Aber anscheinend ist hier gerade gar nichts mehr los. Komm rein, komm rein, komm rein. Was ist denn so ein Regal? Das Regal. Komm, kauf ich auch nochmal. Geld muss raus. Stellen wir nämlich auch hier ein bisschen hier hin. Kuh. So. Bin schon da. Mit Karte 10,50. Jawohl, guck mal, wie glücklich hier alle sind. Das ist ein schöner Job. Ganzen Tag Karten öffnen. Leute sind happy. Also bis auf er jetzt, er ist nicht so happy. Na gut, die haben jetzt alle die gleichen Karten in der Hand, da müssen sie nochmal ran. Aber ansonsten ist das cool. Ich meine, bei uns in der Stadt gab es damals auch so einen Shop, der war, hatte auch ungefähr die Größe, voll geranzt mit Magic-Karten und so anderem Kram. Da gab es dann auch Tische und der Besitzer hat immer gesagt, das ist eine absolute Katastrophe, weil die, die hier saßen und gespielt haben, die hatten entweder ihre eigenen Karten oder haben auf jeden Fall nichts gekauft oder wenig. Das war immer ein bisschen angefrottelt, aber trotzdem eine schöne Zeit. Okay, die haben Geld hier gelassen, why bad? Sie muss gleich noch nachkaufen. Fairer Preis, würde ich sagen. Sind happy. Ich will euch auch nicht ausnehmen, ne? Sie haben nicht so lange gespielt. Und dann noch Karten mitnehmen? Frische neue Karten. Anscheinend nicht. Wann ist hier Feierabend? Ah, jetzt, oder? Kommen wir mal hinzu. Wie kann ich den Tag beenden? Kann ich den Tag schon beenden? Nee. Komm rein, ist offen.
Habe ich auch Glück gehabt. Also um 8 ist immer noch auf. So, sich das andere Regal nochmal angeguckt. Okay, wir haben auf jeden Fall ein ausgeglichenes Publikum. 19 zurück. Hallo. 9 zurück. Oh, wir sind Level 3. Das ist herrlich. 17,50. Gut, Level 3 heißt, wir holen uns so ein... Ach, Booster Packs? Verfügbar als Vollversion. Ja, das ist ja auch nur ein Test. Shop Level 5, D20 Würfel weiß. Auch cool. Do-it-yourself. Kartenregal, 300 haben wir. Kaufen. Ja, damit. So, da kann man von beiden Seiten ran. Stelle ich das hier mal so mitten rein. Drücke die Eingabetaste, um den nächsten Tag zu beginnen. Okay. 8 waren unzufrieden. Diese Kunden. So, wir sind offen. Jetzt Album öffnen. Ach, cool. So, mal gucken. Album schließen, ist R, Karte entnehmen. Hätte ich mir jetzt merken müssen, welche hier wie viel wert ist. D und A. Ich habe mir doch nie im Leben gemerkt. Aha. Erstmal raus hier aus dem Album. Ein paar Leute abkassieren. Oh, wir brauchen Karten. 55. Wir brauchen dringend Karten. Tab bestellen. 2. Nee, warte mal, hier. Dann nehmen wir erstmal nur 1. Man, eigentlich würden wir die ganzen Displays, ja, kann ich auch ganze Displays verkaufen? Bin schon da. 15,50. Ihr mögt euch nicht, wa? Kartenbox, das ist ein ganzes Display, ja? 17,50. Naja. Das soll also ein Display sein, würde ich vermuten. Ja, da müssen wir ein bisschen Geld machen. So, Album. Den. Okay, ich gehe mal davon aus, hier sieht man auch, wie oft ich die habe, dass das Album nicht das ist, sondern dass ich... Wie kann ich denn Karte legen? Das muss ich alles auswendig wissen. Gibt's für 6. Oi, 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 oi. Da bin ich mir nicht sicher, wie... Okay. Ah, sind die wertvollsten vielleicht immer auf Seite 1? Also das hier ist noch wertvoll. Das hier ist noch wertvoll. Naja, das ist sortiert nach Wert. Aha. Das ist gut. Ich drücke mal Escape. Entschuldigt bitte, ich muss R drücken. So.
Nehmen wir die wertvollsten hier. Oh, das ist vielleicht ein bisschen viel. 1,50. Und für 5. Und für 5. Und für 2. Gut. Machen wir auch mal wieder welche auf. Dann haben wir den Laden. Also, 2,20. Okay, ein Sapling, ein Guppy für 6. Nice. Mufflin, okay. Crayon, ein Lup hatten wir auch noch nicht. Oh, Klavok für 10er. Das hat sich gelohnt. Next. Okay, Verbo. Esmeri. Lup. Helio für 6, sehr gut. Tatron für, naja gut. Nimbliss. Vogel. Also ich könnte stundenlang nur Packs öffnen hier. Cello. Nimbliss. Lup. Kitsune für fast 5. Angui-Fisch hatten wir schon. Guppy hatten wir schon. Sundflug hatten wir schon. Ah, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, ne? Huch. Entschuldigung. Hallo. Bisschen genervt, weil ich so lange warten musste. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Oh, er kauft uns den ganzen Laden leer und eine Karte. Junge, besser Mann. Okay, und dann kannst du nicht mit Karte zahlen. Ich muss, okay, nur eine Karte. Wie lustig das auch mit der einen Karte ist. Wir müssen bestellen. Und zwar das einmal, das einmal. Haben wir so viel noch? Ja, kaufen. Ich weiß noch, wir haben ja, also als Jugendliche, Schrägstrich Kinder, wir hatten ja, um ehrlich zu sein, war das ja damals schon immer so super teuer. Man hat dann trotzdem mal gesehen, wie einer so ein ganzes Display gekauft hat. Ne? Da habe ich immer gedacht, ey, ist der ein ganzes Display. So, jetzt gucken wir nochmal. Ah ja, jetzt ist die wertvollste Karte wieder nach hier gewandert. Ein Zehner. Er kauft die andere gleich weg. Für 7. Für 7. Bin gleich da. Ich habe nur so absolut Epic Cards. 5. Ja, und dann lohnt sich natürlich, wenn man jetzt mehr Karten hat. Dann muss man da den Preis nicht jedes Mal einstellen. Das, aber im Moment habe ich ja noch nicht so viel Kohle. Wenn er nicht alle meine eigenen. Er kauft ein Booster. Na gut. Smelly Mac Smell Smell ist da. Junge, da sitzt eine nicht stinkende Dame und du setzt dich zum stinkenden Kerl. Du bist ein echter Bro. Gut. Kohle ist nicht so, aber wir können uns hier beschäftigen, indem wir einfach Packs öffnen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir werden dieses Spiel spielen. Nocti für 80. Sundflug für 16. Kitsune für 5. Angui Fisch. Minster. Cello. Ja, ein Flami neu, aber nichts wert. Okay. Keine gute Runde. Sidant. Oh, ein Sapling. Also Sapoling, aber Nimbliss, Verbo. Ich frage mich, ob das alles mit KI erstellt worden ist oder ob sich da jemand die Mühe gemacht hat, diese ganzen Karten wirklich zu designen. Klavok für 3. Nocti für. Nocti in Blitzer. Klöpp, Sedant. Pikni für ein. Der war sehr cool. Minster. Tetron. Ja. Okay. Dass er geht, finde ich jetzt nicht so schade. Haben wir hier noch was von Wert? 6. Acht.
4. Einmal in Glitzer. 2,50. So, 2,50 hier. Und. Ach komm, den machen wir für 1,50. Den finde ich niedlich. So. Gut, ihr seid auch Freunde geworden, da freue ich mich. Mach mal Licht an. Tag verfliegt, aber wenn man den ganzen Tag Packs öffnen kann, ne? Komm mal her, wir gönnen uns noch eins. Mufflin, Flubib, Verbo, Tetron, okay, Sunflug, Kyron, Klavop. Naja, Freunde. Aha, Guppy, Nocti finde ich auch ein schönes Bild. Wurmgel. Oh. Aber den hatten wir doch schon, den. Den Sapling. Wieso haben wir den jetzt nochmal gekriegt? Verkaufen Sie 10 Karten an Kunden. Ja, okay. Muss ich die Preise etwas senken? Wieso zeigt ihr mir Profit, genau den Profit an? Ist ja eigentlich Quatsch, ne? Ich habe ja mindestens das Display bezahlt, den Booster bezahlt. Und der ist, glaube ich, okay. Der ist okay. 3,50. 7. 5. Gut, wir wollen ja verkaufen. So, und anscheinend verdiene ich ja auch ein bisschen Geld an den Tischen. Immer wenn die aufstehen, kriege ich ein bisschen Geld dazu. Keine Ahnung, wie ich das Geld gemacht habe, um ehrlich zu sein. Gucken mal, was wir noch auf dem Handy machen können. Renobig, das ist also renovieren. Erweiterung für 300, Shoppen A, Shoppen B, verfügbar als Vollversion. Okay, cool, hier auch mit den Einstellungen. Das sind die normalen Einstellungen. Oh ja, noch mehr Frames bitte. Oh, Spielevent. Okay. Weißverlauf. Okay. Die Karten für jede einzelne Karte. Wahnsinn. Nachschubgeschwindigkeit, Checkoutgeschwindigkeit, langsam, sehr langsam. Okay. Rechnung. Oh. Und ist bezahlt. Okay. Finde ich gar nicht schlecht gemacht mit dem Handy, um ehrlich zu sein. Das ist okay. Moin. Kommt drin, kommt drin. Hey, nicht hinter der Kasse langlaufen, bitte. Ah, ist vielleicht auch vom... Kann ich die umsetzen, die Kasse? Die Kasse. Naja. Ja gut, vielleicht. Vielleicht lasse ich sie erstmal hier. Warum glänzt sie so? Kommt vom Sport oder was? Na gut. Einer von euch vielleicht auch was kaufen? Just for the lols? Aber um ehrlich zu sein, ich finde es cool. Wir machen noch ein Pack auf. Imlis. Und. Wufflin hat man noch. Erste Auflage. Da muss man vielleicht auch nochmal drauf achten. Hat ein bisschen was von Las Vegas Casino hier. Ich mache meine eigenen Packs auf. Das ist wie ein Junkie, der auch noch Dealer ist, der dich an seinem eigenen Stoff berauscht hier. Das ist alles Müll hier, was ich hier kriege. Das müssen wir weitermachen. Hier, komm her. Naja, Werbo für 1 Euro immerhin. Igni, das finde ich erst rein. In der Erstauflage.
Bryon, ein Cello, silberne Ausgabe. Okay. Sich auch nicht wirklich gelohnt, ne? So, drücken Sie die Eingabetaste, um den Tag, den nächsten Tag zu beginnen. Alles klar, also dann, sorry, we are closed. Enter. Also zwei unzufriedene Kunden. Kapier nicht warum, um ehrlich zu sein. Wir haben wenig Profit gemacht, liegt aber vor allem daran, Lieferkosten 400 ist Quatsch. Da sind irgendwelche Möbel drin gewesen, ne, die ich gekauft habe. Das passt soweit. Artikel verdient, Karten verdient, Spiel verdient. Okay, 16 Spielstunden. Karten verkauft, 4 Artikel verkauft, Erfahrung gewonnen. Ja, cool. Also, das ist mal der Test gewesen von Table Card Gaming Shop Simulator oder so, in Trading Card Game, also Shop Simulator, so. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Ich denke, ich werde die Vollversion dann mal holen und wir werden mal ein bisschen reingucken, vielleicht im Stream oder so. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, ein paar Packs zu öffnen, würde mich dann auch noch motivieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.